Tag. Tag. Wo reg ich mich immer auf? Große Teller, kaum was drauf. Wo kommst du mit dem Geld nicht aus und halb verhungert wieder raus? Gourmet, Gourmet, häst die Kneip, was gilt die Wett? Gourmet, Gourmet, wer dort ist, der wird nie fett. FDH, frisst dich hungrig. Das Lokal hieß zur lahmen Schnecke, benannt nach der Bedienung. Das muss ein neue Verwandte von mir gewesen sein, weil am Eingang stand Nouvelle Cousine. Wie ich die teure Preise gesehen habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, was willst du essen, mein Pummelchen? Neben dem Tisch stand einer, dem hatten so Tischdeck um den Bauch gebunden. Wahrscheinlich hat er Flecke an der Hose. Auf dem Namensschild stand Sommelier. Na, ich hab dann gesagt, Tag, Herr Sommelier, ich hätte gerne Bier. Um den Arm hat er Handtuch gewickelt. Muss ich beim Kochen verletzt haben. Ja, und dann hat er den Arm auf den Buckel gelegt, damit man die Verbrennungen nicht sieht. Nimmt mit der anderen Hand eine Flasche Wein, schenkt mir 3 Tropfen Ei und guckt mich an. 3 Tropfen! Hab ich gesagt, was ist, hat die Flasche Prostata? Der Klaviertuose hat inzwischen ein neues Lied angestimmt. Ich sitze zwischen 2 Stühlen mit meinen beiden Gefühlen. Na, ich hab dann die Stühle zusammengeschoben. Anschließend hat er gesungen. Hui! Gefühle zwischen den Stühlen, das halscht im Kopf nicht aus. Die Gefühle zwischen den Stühlen, da schreist du laut Hals raus. Wee, oh, du das weh. Wee. Und dann kam ja endlich die Hauptspeis. Pekinesische Babyente mit Krabberbeere im Strudelblatt. Also die Ente war ja so winzig, das muss ein Frühchen gewesen sein. Die hatten da beim Servieren so silberne Deckel drauf, damit das Vieh nicht durch den Luftzug vom Teller geweht wird. Dann den Maître von meiner Cousine den Deckel abgehoben hat, ist er selbst erschrocken. Er hat nämlich gerufen, wo Allah? Das ist Französisch und heißt, um Gottes Willen, wo ist er dann? Muss was nicht ganz gar gewesen sein, weil beim Servieren der Hauptspeis gab es einen Fauxpas. Ich glaube, die Ente war noch nicht ganz gar. Am Tisch hat er oben, bevor ich's gecheckt, ein Schnaps drüber geschickt.
und das Ganze auch steckt. Und gerade als der Chefkoch die Ente flambiert, da hat sich meine Gattin ganz schrecklich blamiert. Sie hat ohne Zögern, eh der sich verguckt, mit einem Schluck Rotwein das Feuer ausgespuckt. Als letztes gab es ein Dessert. Das war so Tellerchen mit einem Zettel drauf. Ich war der Einzige, der ihn gegessen hat. Die anderen haben all Geld draufgelegt, damit sie nicht zu essen brauchen. Beim Fortgehen war ich schon dermaßen depressiert. Und der Klavierduelle hat uns passende Abschiedslied gespielt. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Waren ja auch schon in dem Lokal. Was ein Blödsinn, ich fange da nicht an zu flennen, nur weil der Regen fällt. Meine Frau ist auch schon mal gefallen. Habe ich gesagt, hoppala. Aber noch schlimmer ist ja die Drittkatastrophe. Nimm den goldenen Ring von mir, dam, 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 dam. Bist du traurig, dann sagt er dir, dam, dam, dam. Wie, mein Ring kann sprechen? Stell dir vor, du bist traurig, stehst auf der Räubrig mit Suzuki-Gedanken. Auf einmal sagt dein Ring, dam, dam. Also springst du doch erst recht. Und beim Eintauchen ins Wasser singst du dann Mammut, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei. Und ach, ich geh gleich. Also lieber Günther Dudenhöfer, dein Vortrag war herzerfrischend, närrisch in der Gourmetwelt. Und ich glaube, wir sind alle einer Meinung. Das ist nochmal ein Applaus wert für Günther Dudi Dudenhöfer von der Siedlergemeinschaft in der schönen Pfalz. Kuckeluckeluckis! Kuckeluckis! Kuckeluckis! Herzlichen Dank! Alles hat ein Ende, nur die Lust hat zwei. Jawohl, mein Schatz, es ist vorbei.